So, dann herzlich willkommen zur Wochenendanalyse hier beim JFD Live Trading TV. Zunächst mal hier der Risikohinweis und dann schauen wir uns die JFD News an. Morgen findet in Amerika der Independence Day statt. Das sind die US-Börsen geschlossen und letzte Woche schon am Donnerstag wurden die Margin-Anforderungen für den DAX und für den UK-Index wieder auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt. So, zu den Analyse. Setups und Szenarien kommen wir erstmal zum Forex-Bereich. Da gibt es jetzt nichts Spektakuläres. Das Spektakuläre fand eben letzte Woche bei Silber statt. Keine Seitträgermarke erreicht, um hier nochmal einzusteigen vor dem Brexit. War hier der Pfeil nach oben gerichtet, auch als Absicherung. Kursziel weit übertroffen und hat am Freitag sogar fast die 20 US-Dollar Marke erreicht. Und da muss ich sagen, da bin ich ganz klar auch von der Kaufkraft überrascht worden. Aber wenn man hier den langfristigen Chart anschaut, dann kann man auch hier sehen, und das wurde auch in den letzten Monaten öfters erwähnt, jetzt nicht in den letzten Wochen, in den Monaten, dass wenn hier Silber mal richtig loslegt, dann kann das auch hier schnell nach oben gehen, also mächtig nach oben gehen. Und hier wurde jetzt auf Wochensicht der EMA 200 überwunden und kann hier ja Richtung 22 US-Dollar erstmal ansteigen. Von diesem Chartbild aus, in den unteren Zeitebenen, dürfte hier ein Rücksatzer sein und dann nochmal eben hoch, also dann auf 22. Aber das werden wir im kurzfristigen Bereich, in den täglichen Videos dann weiter anschauen. Gold konnte bisher nicht gewaltig anziehen wie Silber, allerdings ist hier natürlich die Aufwärtsbewegung auch intakt. Interessant wird eben sein, wie jetzt, wenn dann die amerikanischen Börsen zu haben, wie jetzt der Euro gegenüber japanischen Yen sich verhält. Hier wurde die Aufwärtstrendlinie jetzt am Freitag im 4-Stunden-Chart unterschritten. Die Sellträgermarke bleibt jedoch da unten, aber wer hier mutig ist, kann ja auch eine Mini-Position erstmal handeln. Der Stopp dann eben ja entweder auf das komplette letzte Hoch oder einfach auf 115 setzen. US-Dollar, kanadischer Dollar, kein Long-Setup im Tageschart. Da muss hier erstmal die Marke gebrochen werden. Kurzfristig gab es da einen Trade, der aber ins Minus verlaufen oder ins Minus ging. Euro, australische Dollar. Es war noch am Freitag ein sehr spekulatives Setup als ja, Goodie. Komplett antizyklisch. Wenn man das jetzt hier so sieht, alles annimmt, ist natürlich das unter diesem Level absolut passé, das Szenario. Unter diesem theoretisch auch schon. Aber hier kann es trotzdem noch so gewünscht nach oben gehen, falls eben dieses und dieses tief hält. Also mal abwarten. Wenn das wirklich hält, dann gibt es eine größere Aufwärtsbewegung. Das war es jetzt hier erstmal vom Forex-Bereich. Kommt im Laufe der nächsten Woche natürlich ein paar Setups hinzu. Kommen wir dann direkt zu den Aktien-Setups. Hier sind zwei komplett aufgegangen. Deutsche Post läuft gewaltig nach oben, kann ja noch ausgereizt werden, aber das wird jetzt gekillt. Tesla ist komplett nach oben gegangen und überhaupt nicht ins Minus. Das war hier ja sensationell. Von Beiersdorf ging es von hier, von dem EMA 50 im Wochenchart, sollte es hier nach oben gehen, ist auch das Kursziel erreicht worden. Neu, beziehungsweise ein altes Setup und ein ja, neues Set, zwei neue Setups kommen hinzu. Die Pro7 sollte ja auch von dem EMA 200 nach oben sich bewegen, das tat die Aktie noch nicht.
Neu hinzu kommt hier die BMW-Aktie. Das ist ein Setup aus der letzten Woche noch. Wenn man den Stoppkurs auf Schlusskursbasis, dürfte der nicht aktiviert worden sein. Aber wie gesagt, das ist jetzt erst hier neu. Das war sonst ein Godmode-Trader-Setup. Mir gefällt es hier gut, dass sich hier die Umkehrkerzen sich gebildet haben. Klar, der Titel war letzte Woche komplett ein Underperformer gegenüber dem DAX, aber hier mit der Tageskerze oder mit den zwei Kerzen plus Unterstützungsbereich sollte es jetzt am Montag hier nach oben gehen und den DAX nach oben treiben, aber erstmal abwarten, was eben im Prinzip der DAX macht, wenn der natürlich gleich wieder zur Schwäche neigt, weil halt die amerikanischen Börsen zu haben, dann nicht, passt es aber, dann sind bestimmt die beiden Autowerte, die Spitzenreiter am Montag. Also erstmal noch kurz die Eröffnung abwarten. Denn auch Daimler sollte hier kräftiger eben nach oben gehen mit dieser Kerzenkonstellation. Dann haben wir jetzt hier die DAX-Sachen. Jetzt kommen wir eben noch zum, nicht die DAX, ja, die Aktien zum DAX. Hier sieht man komplette Unterstützungsbereich. Auf Wochensicht verteidigt, der EMA und der SMA 200. Die beiden Setups sind natürlich noch nicht aktiviert worden. Beim Dow Jones, kurzen Blick, zum DAX kommen wir gleich nochmal mehr, genaueres. Hier ist die 18.000 Marke nochmal angelaufen worden, das Hoch war 18.002. Das ist jetzt hier der Tageschart, hat hier komplett die Verluste aufgeholt. So, und jetzt zum DAX. Da gab es am Freitag einen schönen Gewinn, der eben schon am Donnerstag loslief. Hier das Kauflimit ein-, zweimal-, dreimal mehr oder weniger rein, den Stopp dann jeweils nachgezogen, sieht man eine Linie. Und noch am Freitag um 15.15 Uhr ist dann hier man ausgestoppt, nachdem man die erste Teilposition hier am Donnerstag vor Börsenschluss eben auch gegeben hat. Kursziel war dann hier angegeben, ganz zum Schluss. Also hat es hier definitiv super gepasst. Niemand im Minus, was wichtig ist. Hier ist jetzt ein neues DAX-Bild, Chartbild gemacht worden. Wichtig ist eben jetzt zu sehen, dass der DAX sich über 9.670 hält die nächste Woche. Alles darüber sollte man den Blick nach oben richten. Ab diesem Level wird es in meinen Augen ein bisschen gefährlicher. Eventuell gibt es hier nochmal einen Move Richtung 9.400. Aber bislang kann man das so zeichnen, darf einen Rücklauf geben und dann bis ja, 10.000. wieder ansteigen erstmal. Aber das darf man auch eher in den unteren Zeitebenen erst einmal sehen, was er dann macht, beziehungsweise eben mit dem Ausbruch über dem letzten Hoch, also über 9.820, wird das nach oben Kaufsignal aktiviert werden, mit Ziel erstmal 10.000, beziehungsweise 9.980 Punkten. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend noch.